Hi, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Teil 2, Wels am See, Wels angeln am Baggersee. Hier im Hintergrund seht ihr schon das Gewässer. Im ersten Teil zum Thema Welsangeln an stehenden Gewässern, der letzte Woche erschienen ist, ich verlinke es euch mal hier oben, sind wir hauptsächlich darauf eingegangen, wie wir an unbekannten Gewässern starten, wie wir versuchen, die richtigen Plätze zum Welsangeln zu finden. Und konnten ja auch gleich eine ganz spannende Fischerei mit Hilfe des Wallerholzes erleben. Auch mit dem Aquaskop haben wir schon ganz spannende Momente unter Wasser für uns sichtbar machen können. Ja, und jetzt geht's los. Jetzt werden wir die Ansitzruten rausbringen. Passives Angeln auf Wels, Ansitz vom Ufer. Das wird spannend. Viel Spaß beim Video. Abfahrt! Einen wunderschönen guten Morgen. Es hat fast die ganze Nacht durchgeregnet. Aber jetzt sieht das Wetter doch echt super aus. So, jetzt bereiten wir mal unsere Ansitzruten vor. Das Klopfen war schon mega spannend, mega gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob auch beim Ansitzangeln hier was geht. Ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee. Der ist fertig und macht auch direkt satt. Und dann geht es raus auf den Baggersee. Genau dort die Stellfischmontagen präsentieren, wo wir gestern, also in den Seeecken, wo wir gestern Welse gesehen haben auf dem Echolot, wo wir Welse fangen konnten. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da auch einen Abnehmer finden. Auf geht's! Wir bereiten jetzt unsere Ansitzmontagen vor. Die einfachste und effektivste Montage für das Angeln an solchen Baggerseen, sofern wir irgendwo an Hindernisse ranspannen können, was ja hier der Fall ist, sind ja zahlreiche Bäume in Angelentfernung vorhanden, ist die sogenannte Freestyle- oder Spannmontage. Einen kleinen Teil davon habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Oben ein laufender Wirbel zum Einhängen der Reißleine. Dann kommt ein kleiner Schwimmer zum Einsatz. Ich brauche hier keinen schweren Schwimmer, der wird eh über der Wasseroberfläche gespannt, 50 Gramm. Verbindungswirbel. Ja, und jetzt sind unsere Köder, die wir einsetzen, Rotaugen, eingefroren. Die sind jetzt aufgetaut. Einen Ausleger brauchen wir später an den Hecken. Zwei Haken. Ich werde einen Megahook angeln und im vorderen Bereich des Köfis einen kleinen Ghosthook. Und ein kleines Blei, was direkt aufs Vorfach drauf kommt. Wir haben ja gestern schon beim Platzsuchen auch einen kleineren Hecht gesehen, der da weggeswitcht ist, wie wir mit dem Aquaskop draußen waren. Und ich rechne auf jeden Fall damit, das ist an den meisten Baggerseen so, der Hecht ist der Raubfisch Nummer 1, den wir hier antreffen, dass wir vielleicht auch Hechtaktionen bekommen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hechtsicher angeln. Ich werde zwei verschiedene Vorfachtypen einsetzen zum Testen. Einmal ein Kombi-Vorfach, Mono, was auf Geflecht trifft. Das zeige ich euch gleich bei der zweiten Rute. Bei der ersten Rute gehen wir jetzt nur auf Geflochtenes. Und dann setze ich unser Zeus Universal Leader ein. Das ist eigentlich mein Vorfach oder meine Schlagschnur beim Welsangeln. 16-fach geflochtene Schnur, also die hält einiges ab. Und mit dieser Schnur, denke ich, wird nichts anbrennen beim Hechtangeln. Ja? Die habe ich schon oft im Einsatz gehabt. Die kriegt ihr kaum an der Muschelbank, an einem scharfkantigen Stein oder mit eurem Messer durch. Und dann sollst du auch den Hechtzähnen standhalten, sofern einer da drauf ballert. Aber auf jeden Fall nicht zu dünn angeln, nicht zu dünne geflochtene Schnüre verwenden. Wenn die Gefahr besteht, dass ihr Hechtaktionen bekommt, auf jeden Fall hechtsicher angeln. So, ich werde mir jetzt erstmal hier einen guten 1,50 Meter abziehen. Kein großes Hexenwerk jetzt das Vorfach. An das untere Ende kommt der Ghosthook dran. Ich habe mir jetzt erstmal hier ganz schnell einen kleinen Sicherungsknoten reingemacht. Ihr geht jetzt einfach mit eurem Geflecht hier durchs Hakenöhr.
wickel das Ganze sechs, siebenmal um die eigene Achse. Und geht mit dem Ende der Schnur wieder durchs Hakenöhr zurück. So, dann ist der Ghost-Hook schon sicher befestigt. Ich nehme jetzt noch ein kleines Stück Gummi. Das schiebe ich gerne über diese Wicklung. Das einfach schön am Haken anlegt. Ja. So, in den oberen Bereich kommt jetzt der Einzelhaken. Hier den Mega-Hook. Ich passe mir das jetzt schon mal ungefähr den Köderfischen an, die wir dabei haben. Könnt ihr später ja auch noch ein bisschen einwickeln. Das ist ja das Gute an dem Geflecht. Dann passt es super. Gleiches Wickelprinzip, 7-mal zurück, durchs Hakenöhr, oben wieder rausgehen, zack, wieder ein kleines Stück Gummi drüber schieben. So, und da ist die Grundmontage jetzt eigentlich schon fertig. Wir haben hier keine Strömung, die Köderfische brauchen also nicht viel Blei, um in der gewünschten Tiefe angeboten zu werden. Setzt dann ganz kleines Blei ein, dass sie einfach unten gehalten werden. Das Blei fixiere ich auch mit so einem Gummi, mit einem verschiebbaren Gummi. Das kennt ihr schon von zahlreichen Montagen von mir. Gehe ich da doppelt durch, zack, dann überschlägt sich so der Gummi. Das schiebe ich jetzt einfach hier runter, kurz über den Köder. So sieht es dann aus. Fädel mir das Blei auf. Zack, kleinen Gummi noch oben drauf, wieder überschlagen. Dann könnt ihr das hier richtig runterschieben. So, und euer Vorfach ist jetzt schon in den Grundzügen für die Spannmontage fertig. Wir verbinden das jetzt noch schnell mit unserer Hauptschnur, mit unserem Wirbel. Nehmt hier den Knoten, dem ihr Vertrauen schenkt. Ich nehme immer diesen sogenannten Anglerknoten oder auch Blutknoten genannt. 7-mal um die eigene Achse und durch die Öse oben am Finger durchschieben. Zack, das war's. So, jetzt setzen wir gleich unseren Köder drauf und dann geht's mit dem Boot schon raus. Ich setze jetzt hier am Baggersee nicht gleich auf XXL-Köder. Bin mal gespannt. Die meisten Fische, die wir gesehen haben, durchs Aquaskop oder auch mit dem bloßen Auge hier im Wasser, waren relativ kleine Rotaugen. Werden wahrscheinlich auch große Weißfische da sein. Aber ich denke, mit so einer Ködergröße decken wir schon ein gutes Spektrum ab. Den Ghost Hook setze ich hier vorne direkt am Kopf ein. Schiebt den hier schön rein, der ist richtig fest jetzt eingerastet. Und den Einzelhaken wickle ich jetzt so weit zurück, dass ich ihn im oberen Rückenbereich einsetzen kann. Ich mache hier hinten mir noch einen kleinen Hakenschutz drauf. So, und so steht der Fisch dann fast waagerecht im Wasser, ja. Beide Bereiche, wo der Räuber jetzt angreift, der hintere Bereich wie auch der vordere Bereich, sind jetzt perfekt mit dem Haken ausgestattet. Okay, soweit alles vorbereitet. Ausleger mitnehmen, einen kleinen Wirbel für die Reißleine. Alte Schnur habe ich im Boot, Reißleine ist auch im Boot. Und dann können wir die erste schon mal rausfahren.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Jetzt hier gegenüber an die Insel gefahren. Der gesehen, wie die Kante schön hoch geht. Von 9 Meter geht es hier ins Flachwasser. Viel Kraut da. Ich habe jetzt hier eine alte, ausgediente Wallerschnur an den Ästen angeknotet. Jetzt schiebe ich mich langsam raus. Lass die hier mitlaufen. Schau jetzt auf dem Echolot, dass wir genau in die abfallende Kante reinkommen. Wichtig ist, ihr seht es schon, ich habe relativ weit oben angeknotet, weil da oben sitzt ein Karpfenangler, der ist auch mit dem Boot unterwegs, dass wir hier keine anderen Angler stören, ja, dass der ganz problemlos unter unserer gespannten Montage dann durchfahren kann. Also fast in Standhöhe von mir, also 2 Meter über der Wasseroberfläche ist jetzt die geflochtene, die Auslegeschnur angeknotet. Ich fahre jetzt langsam hier raus. Das nächste Flugzeug startet. Der Jürgen hat mir gestern Abend noch erzählt, wie wir hier am Grill dann saßen zusammen nach dem ganzen Regen, dass schon 2-mal Flugzeuge, so kleinere Sportflugzeuge, im oberen Teich notgelandet sind. Also was heißt notgelandet? Die haben die Start- und Landebahn nicht richtig getroffen und sind dann in den Teich reingeballert. Ich hoffe, sowas passiert uns hier nicht. So. Fahren wir so lange hier raus, bis die Kante abfällt. Damit der Köder später schön in der abfallenden Kante präsentiert wird. Dort wird der Baller auf jeden Fall lang kommen, zum, ja, wenn er raubt. Ich zeige es euch mal auf dem Echolot. Hier geht es jetzt gerade schön runter. Hier fällt es jetzt ab. Und genau hier jetzt soll auch unser Ausleger hängen. 4 Meter. Ein guter Bereich. Ausleger habe ich montiert. Am Ende des Auslegers ist auch ein kleiner Wirbel zum Aufnehmen der Reißleine. Ich nutze sehr gerne diese Auslege hier mit dem Reflektorband, denn diese finde ich nachts sehr schnell mit der Kopflampe wieder. So, da kommt ein kurzes Stück, wo noch viele Reißleine dran, 35er Stärke. Nicht zu lang wählen. Da reichen locker 20, 30 cm. Reißleine ist eingehangen. Ich bringe jetzt das Ganze mal ein bisschen auf Spannung. So, die Reißleine wird jetzt an dem Wirbel über eurem Schwimmer eingehangen. Fahren wir langsam wieder vom Spot weg, setzen dann schon mal den Köder ins Wasser rein und stellen uns unsere Tiefe ein. Bei der Tiefeneinstellung müsst ihr jetzt natürlich dran denken, der Köder kommt ins Wasser rein, seht ihr, wie er schön abtaucht, unser Rotauge. Und bei der Tiefeneinstellung jetzt müssen wir natürlich dran denken, dass wir die Anbindehöhe mit berücksichtigen. Ich möchte den Köder knapp über dieser 4 Meter Kante sitzen haben. Jetzt ist er 1 Meter im Wasser, 2 Meter, 3 Meter. Und jetzt kommen noch diese 2 Meter dazu, die wir oben am Baum angebunden haben. Um die Tiefe zu fixieren, stecke ich hier oben einfach ein Knicklicht rein, mache einen einfachen Schlag drüber und schon ist die Montage fixiert. Jetzt fahrt er langsam raus.
Schnurrbarsche kommt jetzt im Hintergrund auf Spannung. Und jetzt fahren wir mit der gebremsten Schnur zum Angelplatz zurück. Ihr bringt jetzt richtig stark Spannung auf die Rute. Die Bremse wird richtig fest eingestellt, dass wenn ihr fest zieht, gerade noch so Schnur freigegeben wird. Und die erste Montage ist scharf. Die nächste Montage werden wir hier auf der anderen Seeseite präsentieren. Also wir angeln jetzt über diese kleine Inselkette drüber. Auch zahlreiche überhängende Bäume, damit wir das Ganze schön staffeln können. Bei dieser weiten Angelentfernung jetzt hier, wir spannen ja fast komplett über den See, setze ich eine Multirolle ein. Ist dann ein bisschen einfacher für mich beim Auslegen, beim Zurückfahren, weil ich die Schnur schöner bremsen kann, nur mit einer Hand bremsen kann. Hier habe ich jetzt ein Kombi-Vorfach im Einsatz, auch wieder ein kleines Blei drauf. Jetzt trifft hier ein steifer monofiler Teil auf den Einzelhaken und darunter diesmal ein Drilling zum Testen, was besser hakt. Das könnt ihr euch dann auch schön der entsprechenden Ködergröße anpassen. Auch hier als Verbindungsschnur das Zeus-Leader, falls es zu einer Hechtattacke kommen sollte. Wie ihr dieses Vorfach, das Kombi-Vorfach baut, blende ich euch hierzu einen Videolink ein, das ist ganz ausführlich erklärt. So, da setzen wir jetzt auch unser Rotauge drauf. Heute ist viel Flugverkehr am Flughafen. Wie beim Ghost Hook, der Drilling wird auch hier im vorderen Kopfbereich eingesetzt. Sind jetzt schon relativ weich, meine Köder. Das hat so ein bisschen den Nachteil, wenn er so auftaut jetzt im Sommer. Aber besser als gar keine zu haben. Frische konnte ich jetzt leider nicht kriegen. Könnt ihr nachher noch mal ein bisschen probieren, hier am See zu fiedern. Aber jetzt müssen erstmal die Ruten raus, bevor der nächste Regen über uns hereinfällt. So einen kleinen Gummi noch hinten auf den Einzelhaken. Und auch diese Montage werde ich jetzt ganz dicht hier an den überhängenden Bäumen parken. So, jetzt suchen wir uns erstmal noch einen Anbindepunkt. So, wir haben, glaube ich, einen interessanten Platz gefunden. Viele überhängende Bäume. Schaut mal hier hinter uns. Ein riesiger Baum, der richtig auch mit Blättern übers Wasser hängt. Das bringt viel Schatten ins Wasser rein. Und da unten, guckt mal, alles voll mit Rotaugen. Also ein Futterfischaufkommen hier wirklich, das ist der Wahnsinn. So, jetzt fahren wir genau vor diese Baumkante. Da setzen wir unseren Köder ein. Heißes Eck. Schön ruhig. So, die Reißleine hängt ganz knapp vor den Hecken. Hier an diesem Platz, also in diesem Uferbereich, hatten wir gestern Nacht auch den Klopfkrimi erlebt, also Wälse sind definitiv hier. Hier genau vor dem Baum wird gleich der Köder sitzen.
Tiefe jetzt noch einstellen. Höhe her, dass es passt. Auch hier schön weit oben angebunden. So. Langsam jetzt mit dem Boot euch entfernen. Hier hängt doch rattenscharf die Montage. Und das meine ich jetzt beim Einsatz von der Multirolle. Ich brauche jetzt bloß nur noch eine Hand, kann mit dem Daumen schön die ablaufende Schnur bremsen. Und habe die andere Hand am Motor. Mit einer Stationärrolle ist das nicht so möglich. Denn ihr braucht ja eine Hand, um die Schnur zu bremsen und die andere Hand, um die Rute zu halten. Und für das weite Angeln, für die weiten Angelentfernung, nutze ich dann sehr gerne Multirollen. Ist schon ein Stück zum anderen Ufer jetzt. 150, 180 Meter. Aber hier an dem Gewässer, wie gesagt, dürfen wir so angeln. Und dann machen wir es auch, um die bestmöglichen Chancen zu haben hier am Baggersee. Und wir haben auch sehr weit oben angebunden. Wenn jetzt hier ein Karpfenangler oder ein anderer Angler mit dem Boot durchkommt, kann er problemlos unter unseren Routen durchfahren. Und wir gefährden bzw. stören keine anderen Angler. Drei Ruten sitzen, die Köder dicht an den Hecken, dicht am Ufer geparkt. Und für die vierte Rute werden wir jetzt ins Mittelwasser reingehen. Müssen wir auf jeden Fall testen. Auf dem tiefen Bereich vom See. Wir werden dort zwar im Mittelwasser, also relativ nah an der Oberfläche, den Köder präsentieren, dass er schön auffällt. Aber da können wir nur anbinden, wenn eine Boje zum Einsatz kommt. Und dafür sind diese Teile ganz praktisch. Wir brauchen einen relativ schweren Stein, der diese Boje hält. Bojenschnur. Ausleger und Auslegeleine haben wir im Boot. Die Montage der Rute bleibt auch gleich. Alles so, wie ihr es schon draußen auch an den Hecken gesehen habt. Und jetzt suchen wir uns einen gescheiten Platz für die Boje. Als erstes werde ich schnell den Stein schon mal binden, dass der fertig ist. Und brauchen wir nur noch ablassen. Macht das hier ordentlich. Am besten wie so ein Päckchen verschnüren. Das hält. Die dritte Freestyle-Route auch ganz ufernah geparkt. Diesmal auf der anderen Seite hier von dem Inseldurchgang. Hier seht ihr im Hintergrund diesen langen toten Baum, der ins Wasser hineinragt. Da haben wir den Köder genau davor gesetzt. Schaut mal hier auf den Futterfisch. Hier kommen Fische rein. Jetzt hier in der Seemitte, wir haben jetzt hier aktuell so gute 8 Meter Wassertiefe, sehen wir überall im Mittelwasser so richtige Baitballs, also Futterfischschwärme. So bei 4, 4,5, 5 Meter Tiefe. Und auch diese Bereiche, die oft sehr strukturlos erscheinen, können für uns Welsangler ganz interessant sein. Und hier genau werden wir unsere Boje präsentieren. Für das Anbinden am Ufer ist der Weg viel zu weit, also den Ausleger bis hier rauszuziehen. Dann bekommt er so einen richtigen Bungee-Effekt. Und in so einem Fall spielt die Boje perfekt ihre Karten aus. Und da werden wir jetzt einfach mal einen Köderfisch im Mittelwasser, oberflächennah, über diesem tiefen Wasser hier präsentieren. Schaut mal schnell aufs Echolot. Das hier könnte doch ein Wels sein. Und hier ist der Bojenstein runtergegangen. Könnte.
Ja, das war ja der Knaller, ne? Also da haben wir auf jeden Fall einen aufgeschreckt. Stein ist unten, hält. Ich ziehe mir jetzt noch eine Länge von ca. 1 Meter, 1,50 Meter ab, damit die Boje nicht zu straff über dem Stein sitzt, sondern die Schnur vom Stein zur Boje hin sich unter Wasser noch etwas strecken kann. Fixiere meine Boje am unteren Ende jetzt, dass die erstmal an Ort und Stelle hält. Zack. Im oberen Bereich gehe ich jetzt wieder mit meiner Auslegeschnur, wie ihr es auch vorhin am Baum gesehen habt, wo wir direkt an die Äste gebunden haben. So, wir haben jetzt hier an dem Angelplatz eine Wassertiefe von ca. 7 bis 8 Metern. Die Boje liegt jetzt auf einer Wassertiefe von 7 Meter, langsam ansteigende Kante. Der Köder soll ja später im Freiwasser hängen. Also empfehle ich euch auch einen Abstand zur Boje. Die Boje ist ja auch etwas auffällig im Wasser. Schwimmt ja plötzlich was an der Oberfläche, das vorher nicht da war. Von 7 Metern machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann haben wir einen schönen Abstand zur Boje. Ans Ende der Auslegeschnur kommt jetzt mein Ausleger. Wieder ein kleines Stück Reißleine wird hier fixiert, gleiche Stärke wie beim Spann an die Bäume an der Uferkante. Bei der Boje bleibt auch das System für mich gleich. Kleiner Schwimmer, darüber der Wirbel für die Reißleine, zur Verbindung für die Reißleine. Und hier haben wir jetzt wieder Vorfach, Einzelhaken, Ghost Hook, da kommt jetzt unser totes Rotauge drauf und dann geht's ab in die Tiefe. Hier auch wieder der einfache Schlag über das Klicklicht. Jetzt bringe ich das Ganze auf Spannung. Jetzt könnt ihr sehen, wie es an die Boje, wie es an den Ausleger der Boje rangezogen wird, die Montage. Und die vierte Rute sitzt. Jetzt müssen nur noch die Wälse im Baggersee mitspielen. Auf Grundmontagen mit Tauwürmern, wie zum Beispiel das Wurm-Pop-Up-Rig, verzichten wir hier in dieser Situation. Wir sind sehr weit im Jahr fortgeschritten, also die Wassertemperaturen über der 20-Grad-Marke. Es ist Sommer und ich glaube, ihr habt es ja selbst hier unter jeder Hecke gesehen, alles voll mit Weißfischen, mit Rotaugen, mit kleinen Futterfischschwärmen. Normalerweise stehe ich ja auf den Wurm an der Grundmontage oder auch beim Anbinden hier an den Hecken. Aber hier glaube ich in dem Fall, jetzt sind wir schon zu warm. Also wir haben zu hohe Wassertemperaturen, die kleinen Fische sind zu aktiv, die Mitfresser. Und wir müssten dann sicherlich im Stunden-, vielleicht sogar im Minutentakt hier neue Würmer draufhängen. Wenn es jetzt kälter wäre, Frühjahr oder Herbst, würde ich auf jeden Fall auch eine Rute oder vielleicht auch zwei Ruten mit Würmern einsetzen, um zu testen. Aber jetzt haben wir hier alles auf Fisch gesetzt, um die Mitesser zu umgehen. Die Montagen sitzen perfekt nach bestem Wissen und Gewissen. Mal schauen, ob wir die richtigen Plätze hier
im Baggersee gefunden haben. Drei Freestyle-Routen sind draußen, dicht am Ufer präsentiert und eine Boje mit einem Köder über dem ganz tiefen Wasser. Ich denke, das ist ein guter Start, um zu testen, was geht. Ja, ich bin gespannt. Das aktive Angeln zum Start hier war ja schon mal Wahnsinn. Waller sind da. Der Riese war bis jetzt noch nicht dabei. Aber wo sollen sie denn herkommen? Irgendwo lauert Mama und Papa. Mal gucken, ob wir beim Ansitz jetzt mehr Erfolg haben. Und vielleicht auch jetzt bei dem Wetterwechsel endlich wieder normales Wetter. Schauen wir mal. Bis später. Die geht. Das ist der erste Abnehmer. Jetzt geht's so krumm. Runter. Das sieht jetzt schon aus. Und ich jetzt erstmal langsam raus, damit ihr merkt, was der Sache ist. Jetzt merkt er genau, wie er zieht. Wieder zurück. Jetzt zieht er durch. Fisch hängt. Rotauge an den Hecken, wo wir die ganzen Köder vorhin gesehen haben, die ganzen Weißfische, hat einen Abnehmer gefunden. Ein Riesenwels. Da ist er, klein aber fein. Leichtes Blei, am Haken, am Einzelhaken hat er gegriffen, Drilling war frei. Ja, das läuft doch, ne? Nicht nur beim aktiven Angeln, auch dicht an den Hecken geparkt, kommen die Fische. Und der soll jetzt sein Großpapa vorbeischicken oder die Oma, aber man muss sich auch über solche Fische freuen. Ein Zielfisch. Petri Heil, Welsangeln am Baggersee. Da wurde eben unser Todesrotauge lebendig. Also das war definitiv eine Aktion. Jetzt im Morgengrauen, im Dauerregen. Jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber es muss definitiv irgendein Abnehmer gewesen sein. Ja. Das ist die Route da drüben an der Inselspitze. Das war jetzt komisch. Ich ziehe mir jetzt mal Regenklamotten an und
mal raus zum Kontrollieren. Das ist ja ganz einfach und geht ganz schnell bei den Abspannmontagen. Wenn wir jetzt einfach mit dem Boot hinfahren, ich werde mir gleich einen neuen Köderfisch ins Boot legen, dass, wenn der wirklich geklaut jetzt wurde, ich den austauschen kann. Aber wir brauchen jetzt nicht die ganze Route reinzukurbeln. Einfach rausfahren, Montage anheben und schauen, was da Sache ist. Seit der Aktion gestern Nacht war es komplett ruhig und jetzt plötzlich kommt da Leben rein. Ja? Die Rotaugen waren ja gefroren. Das kann definitiv nicht zappeln. Gehen wir mal gucken. Satzköder mitnehmen. Die schöne Brocke raus. Und dann schauen wir mal, ob er geklaut wurde, der Köfi, oder ob noch was dran hängt. Also definitiv ist da noch irgendwas im Gange. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Die Schnur vom Schwimmer geht so leicht schräg ins Wasser. Seht ihr das jetzt? Wie schräg weggeht. Das kann definitiv unser totes Rotauge nicht sein. Da hat sich irgendwas aufgehangen, aber wie gesagt, vorhin nach dem Biss war Ruhe. Schauen wir mal. Hecht. Die Hecht hat zugeschnappt. Das passiert natürlich im Baggersee. Ein Hecht hat zugeschnappt. Komm mal her. Ein Hecht wollte das Rotauge fressen. Die fallen natürlich hier auch auf unsere Fallen herein. Natürlich der häufigste Räuber am Baggersee. So, da beködern wir gleich wieder neu. Montage hängt noch oben. War gut, dass wir jetzt nicht angeschlagen haben. War ja auch der Biss nicht mehr richtig zu erkennen vorhin. Aber klar, so ein kleiner Hecht, das sollte auch großartig tun. Aber ihr seht, unser Zeus Universal Leader ist eine geflochtene Schnur. Sehr abriebsfest beim Welsangeln, hält auch den Hecht Zähnen stand. Hier so einhaken, dass es schön gerade im Wasser steht. Ein Sicherungsgummi hier hinten drüber. Und dann wieder hier unter die Hecken lassen. Ab. Wir hatten eben eine gute Fehlaktion. Und jetzt schaut mal. Komplett abgeschuppt, aber auch aufgerissen. Ich glaube, wird ein Hecht gewesen sein. Ich werde jetzt hier auf den Ghost Hook wechseln. Der hat es hinter sich. Also hier die Löcher im Rücken. Unten aufgerissen, sieht definitiv nach Hecht aus. Ja, es war klar, dass die jetzt kommen.
Ich knote den Drilling jetzt hier gerade ab. Gummi runterziehen. Und das ist das Gute, wenn ihr diese Wickelknoten benutzt, dann könnt ihr ganz schnell den Haken wechseln und braucht nicht mal eine Schere. Einfach aufdrehen. Jetzt könnt ihr dann schon hier rausdrehen. Zack. Machen wir jetzt den Ghost Hook drauf. Mal gucken, ob das Änderung bringt. Oftmals kleben sie dann besser, die Fische. Die nächste Aktion an der Route, wo wir eben den Ghost Hook eingesetzt haben. Jetzt sind wir hingefahren. Ich glaube, jetzt haben wir den Übeltäter. Merkt man die Bisse kaum. Ja, das könnte schon, ja, das könnte ein Meter fast sein. Der hat einen Riss genommen. Ghost Hook sei Dank. Wie? Schaut euch mal dieses Teil an. Das sind die Jungs, die uns hier auch vorhin wahrscheinlich den Köder zerballert haben. Geiler Fisch, nicht der Zielfisch, aber ein toller Hecht. So, wir haben den Waller Köfi-Dieb mal schnell gemessen, 1,04 Meter am Baggersee. Der Ghost Hook hat es gerichtet, das Vorfach hat gehalten. Alles richtig gemacht, weiter geht's. Petri Heil. Die Montage haben wir jetzt gerade hängen lassen. Wir haben ja eben nicht angeschlagen. Es war wieder ein ganz komischer Biss am Ufer. Ich konnte es mit der Kamera jetzt leider nicht einfangen. Hat kurz geklingelt, stehen geblieben. Ich habe erst gedacht, wäre vielleicht eine Ente oder irgendwas reingeflogen. Ja, kontrollieren gefahren. Meterfisch dran, ein großer Hecht. Vorfach hat perfekt gehalten. Jetzt müssen wir einfach wieder rüber an den Platz. Rute ist noch im Baum scharf. Neues Rotauge holen, scharf machen wieder. Und mal schauen, ob in unserer letzten Nacht jetzt noch ein guter Wels kommt hier am Baggersee. Ob wir endlich mal eine Nacht ohne Regen haben, wie es weitergeht. Bin gespannt. Wahnsinn, Wahnsinn. Wieder so ein ganz kurzer Anfasser. Glocke ging, Bissanzeiger hat Alarm gemacht und jetzt ist wieder Totentanz. Können wir wieder kontrollieren. Letzter Abend hier am Baggersee. Vielleicht war es wieder ein guter Hecht. Schauen wir mal, ob mit der Dunkelheit die Waller die Hechte da wegdrücken am Köder. Aber es ist Aktion geboten. Mega spannend. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sammeln gerade unsere Montagen ein. Das ist das Wichtigste, wenn man so angelt, dass man nicht einfach morgens die Ruten abkloppt und das ganze Zeug in Hecken hängen lässt. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Ja, auch in der zweiten Nacht jetzt beim passiven Angeln hier am Baggersee, beim Spannen, haben uns die Hechte ganz schön genervt. Es kamen noch zwei Aktionen.
Ein kleinerer Fisch heute Nacht, so 70, 80 cm. Da war ich mit der Kamera nicht dabei. Es hat wieder ordentlich geregnet. Und heute früh im Morgengrauen noch eine Fehlattacke. Es war trotzdem eine spannende Fischerei. Ich muss mir da echt was überlegen, wie man die Hechte ein bisschen umgehen kann, damit man den Welsen da treu bleibt. Die Hechte haben hier sofort unsere Köder attackiert. Ein Fisch kam beim Anbinden, ein Wels. Vier Fische beim Aktivangeln. Also ihr seht, dort wo das Boot am Baggersee erlaubt ist, ist es wahrscheinlich erstmal zielführend, aktiv auf die Waller zu gehen. Der schnellste Weg zum Wels. Im Frühjahr oder im Herbst, wenn die Weißfische hier etwas wieder ins Tiefere ziehen, kann man es definitiv mit Wurm probieren. Aber eins steht fest, wir werden wiederkommen. Es hat mega Spaß gemacht. Es warten hier noch einige Baggerseen, wo keiner genau weiß, ob Waller drin sind. Ja, und ich habe mega Spaß auf solche Projekte, ja, auf der Suche nach dem Wels hier im See. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Der Wallerpapa kam diesmal nicht, dafür aber die Hechtmama, die Hechtmutti, ein Fisch von über einem Meter Länge. Ja, das ist doch auch ein mega Erlebnis, das ist doch auch ein mega Fang. Wir ziehen weiter, bleibt gesund, viel Spaß am Wasser, bis zum nächsten Video, euer Stefan. Ciao, ciao.